Willkommen zurück zu Pokémon Scarlet! Wir sind auf dem Weg zur achten und somit letzten Arena. Die ist hier oben. Doch wie wir letztens gemerkt haben, von der Seite hier geht es nicht nach unten. Die sind die Berge hier zu hoch. Und ich glaube nicht, dass man auch von hier hoch kann. Ich glaube wirklich, der beste Weg für uns wird von hier aus sein. Falls überhaupt hier ein Weg ist. Ja. Hab aber gesehen. Hier ist ein Höhleneingang. Vielleicht führt das ja richtig hin. Mal schauen. Das stimmt. Hä? Hier ist einfach schwarz. Einfach nichts. Okay, das ist ein Ausgang. Hä? Ist das hier... Kann ich hier einfach... Ah! Wo bin ich? Ich bin nur runtergefallen. Oh nein. Und ich bin unsichtbar. Oh nein. Ich glaube, ich bin komplett falsch. Von da, wo ich eigentlich hin wollte. Oder komme ich wieder hoch von hier? So auf jeden Fall nicht. Und auch nicht, wenn die Störung nicht funktioniert. Hey! Nicht funktioniert. Der Schnäppke will mich nicht durchlassen. Böse Schnäppke. Ganz böse. Ja, das könnte funktionieren, wenn hier ein Ausgang ist. Oder es führt mich jetzt komplett woanders hin. Hi, ja, ich habe gerade keine Lust auf Kampf. Ich gehe wieder, ne? Ciao. Führt mich das denn jetzt hin? Das ist wahrscheinlich der falsche Weg, aber ich will trotzdem wissen, was da jetzt ist. Ob da nur ein Item ist oder ein Ausgang oder... Keine Ahnung. Okay, das ist Lucario. Toll. Ja gut, ich glaube, ich tippe mich einfach wieder zurück zum Pokémon Center. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ja gut. Dann mache ich das mal ganz fix. So. Ist hier überhaupt richtig oder bin ich hier wieder komplett falsch? Weiß nicht, ob man hier langkommt. Hä? Bin ich wieder... Nee, warte. Oh! Nee, jetzt bin ich höher tatsächlich. Das ist ein neuer Trainer. Auf zum Schneeberg-Slalom. Okay, sind wir wohl richtig? Ich bin extra den weiten Weg hergekommen, um den Schneeberg-Slalom auszuprobieren. Heißt das Slalom oder Slalom? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, was gemeint ist. Eine Schneerutsche. Halt hier, sehr viel XP. Ich meine natürlich ein hübsches, tolles Pokémon. Ne? Ja, Rollwende, I guess. Aber wir sehen... Dass ich anscheinend mit Rollwände schon stark genug bin mit einem Crit. Wunderbar. Und ihr seht, wie viel XP so ein Ding bringt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ihr seht die Level. Wir haben ja auf jeden Fall kein Problem jetzt. Das war aber ein Ausrutscher. Ja, ich glaube, dein Pokémon war einfach nicht ready für meinen Pokémon. Tja. Sucks to suck. Na gut. Das sind ganz viele Pokémon. Ja, wenn wir mal genau anschauen, vielleicht ist es ja ein Shiny, wer weiß. Man muss ehrlich sagen, Shinies kann man in dem Spiel echt sehr schlecht erkennen. Sei nicht leichtsinnig. Hey du, pass bloß auf, dass du den Berg nicht unterschätzt. Ich meine, solange ich den Berg erklimmen kann, sollte das doch kein Problem für mich sein. Dieser Sound, das es macht. Okay, Akrobatik. Sehr effektiv. Aber macht nur die Hälfte. Das Ding. Slap mich nochmal komplett auf den Boden. Das geht gar nicht hier. Ich will ein paar Kunststücke machen, damit du weggehst. Der Schnäppke hat Angst. Aber selber schuld, wenn du da mitten in dem Kampf stehen bleibst. Und zuschaust. Tiefschlag. Ich meine, keine schlechte Attacke. Aber erstmal nicht. Ich kann es gerade nicht so gut gebrauchen. Vielleicht bin ich es, die dich unterschätzt hat. Ja, das sagen sie alle. Hat mich erschreckt. Okay, und wie es scheint, ist sie der richtige Weg. Juhu. Aber es ist noch ein weiter Weg, um zur Eisarena zu kommen. Und die Berge laden. Wunderbar. Okay. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich glaube, rechts geht es wieder weg vom Berg. Genau, hier geht es wieder weg. Das ist wieder alles grün. Grünes Feld und alles. Hier ist er auf das gleiche Pokémon.
Und hier geht's dann wahrscheinlich da lang, wo ich lang will, nach oben, den Berg hinauf. Deshalb gehen wir natürlich diesen Weg hier. So viele Feuerpuppen dafür, dass es hier ein Schnee-Eisberg ist. Was ist Kunst? Wo fängt Kunst an und wo hört sie auf? Ich habe ihre Essenz vollkommen aus den Augen verloren. Okay, okay. Hör, wie sieht das Flaus so anders aus? Hat wohl eine andere Blume bei sich gehabt in der Vorentwicklung. Aber interessant, dass die Trainer auch so andere Arten von Florges haben können. Das wusste ich nicht. Finde ich aber cool. Und was soll das hier? Grasfeld mag ich nicht. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich meine, was das macht, ist... Oh. Das war meins. Das halt ein. Ja, obwohl, ob das jetzt so viel besser ist, kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Nein, ich war... Oh. Ich hasse es so sehr, dass es nicht defaultet, wo man zuletzt gewesen ist, wenn man einmal in irgendein Menü reingeht. Also in jedem Pokémon-Spiel gefühlt bisher so gewesen. Nur in diesem Spiel ist es nicht so. Das verwirrt mich immer total. Wenn ich einmal irgendwie, sagen wir mal, auf die dritte von vier Attacken raufgehe, die ich eingesetzt habe, und dann nächste Runde denke, schaut, jetzt gehe ich auf Kampf und dann ist auf den dritten. Aber wenn ich dann jetzt ins Menü gehe, in irgendein Menü, und dann wieder rausgehe und dann auf Kampf gehe, ist er wieder ganz oben. Das ist da noch nie so, oder? Bin ich gerade komplett dumm, aber ich meine, es war wirklich noch nie so. Ehrlich. Not bad. Das bringt das Ziel zum Burnen. Und ganz ehrlich, da habe ich nichts gegen. Das ist sowieso keine gute Attacke. Vor allem für diesen Zeitpunkt mit diesem Level. Würde. Eine Attacke, das sie bedrängt, fügt ziehen mit Schadensproblem hohen Schaden zu. Ach, guck mal, erstmal Bürde, erstmal Irrlicht und dann Bürde einsetzen. Ich mag Schallwelle, aber ich mag die Kombi, die ich hier vorhaben könnte. Deshalb machen wir das mal. Ich finde es super, dass man jetzt einfach so die Pokémon hier ändern kann. Von den Attacken her. Einfach so, du brauchst keinen Attack-Tutor mehr. Das geht einfach so, easy chili. Gechillied. Genau. Diese Trainerin nervt mich ein bisschen. Sie hat Pokémon, die... Ja. Wie sage ich es am besten? Viel aushalten. Und das stört mich ein wenig, ja? Das stört mich ein wenig. Deshalb Rollwände. Zack, Kick, Bumm. Wir wechseln auf unser Bellybolt drüber, weil Elektroattacken gegen einen Fisch. Ich meine... Das muss ich nicht erklären. Also, yeah. Jetzt Brutzelin. Oh, ich darf hier anfangen. Oh, das ist nicht gut. Nassschweif. Jetzt Brutzelin. Okay, ein Pokémon hat sie da noch. Ich meine, immerhin können wir hier gut leveln, ne? Müssen es positiv sehen. Wir können ja bis Level 45 oder so werden. Falls das nicht sowieso schon sind. Ich habe gar keine Ahnung. Doch, sind wir tatsächlich schon. Dann sind wir auf dem Weg zu Level 50. In Folge... Welche Folge sind wir überhaupt? 30 oder so? Wenn überhaupt? Oh, Langa! Ah. Komm, Takokro. Dich packen wir mal hier rein. Olanga ist die letzte Entwicklung von Bamon. Und die Mittendingen habe ich auch wieder vergessen, wie der Name heißen. Aber ja, das ist das Ding. Man kann schon von der Form erkennen, von welchen Vorentwicklungen es kam. Und das wird jetzt erstmal abgefackelt. Weil da ist so viel Fell. Muss doch schnell brennen. Leider nicht. Der Knecht will mich foltern. Denkt, ich bin der Knecht, der gefoltert wird. Dabei ist es andersrum. Du wirst gefoltert, mein Freund. Mit meinem krassen Gesang, der dich in den Schlaf führen wird. Ja, ich glaube, Takokro werden wir in nächster Zeit sehr oft benutzen, weil Schneegebiet, Feuer-Pokémon. Ne? Wie du kämpfst, könnte man fast schon als Kunst bezeichnen. Ja, nee. Nein. I guess, könnte man schon, würde ich jetzt persönlich aber nicht unbedingt. Ich meine, für mich ist es so...
Kunstbilder ist nicht das Einzige, was Kunst sein kann. Zum Beispiel etwas. Zum Beispiel Animation könnte ich auch als Kunst ansehen. Oder etwas selbstgebasteltes könnte ich auch als Kunst ansehen. Ein Bombenkampf? Weiß ich nicht. Was meint ihr? Da bin ich mir unsicher, ob das als Kunst zählt. Oh mein Gott, die Weihnachtsmänner und Frauen sind hier am Überlegen. Ja, Leute denken, der Weihnachtsmann kann in 0,0003 Sekunden in jedem Haus einbrechen und kurz was abge... What? Warum sieht das Nomnom so komisch aus? Hat so komische Texturen. Oder bin es nur ich? Na, vielleicht ist es auch einfach nur an dem Schneeshader. So nenne ich es jetzt mal. Und sehr viele P-Bonbons. Das kann ich wohl lang. Einfach geradeaus, I guess. Naja, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Jetzt komme ich wieder vergessen. Das Nomnom hat mich total irritiert. Hat mich total irritiert. Schon wieder so eins. Oder heißt nicht Nussnom? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist auch komplett egal. Wir sollten fast da sein. Ja. Wir werden heute vielleicht sogar schon gegen einer der Lieblings, wenn nicht sogar mein Lieblings-Arena-Leiter aus dieser Gen kämpfen. Person heißt Grusha. Steht aber mal nicht, auch wenn man da drüber geht. Ja, Grusha. Richtig. Gegen diese Person werden wir gleich kämpfen. Doch hier ist erstmal noch eine Trainerin. Achtung, hier gibt es viele starke Trainer. Ich mach mich noch mal hoffen. Ihr Blick. Ein Auge so riesig, das andere so leicht zu. Dragonier. Ein Drachen-Pokémon. Ja. Pures Drachenviech. Ob wir das auch mit Normalform? Nee. Nee. Ich weiß auch nicht, warum ich den Wasserattacke eingesetzt habe gegen ein Dragonier. Das war nicht das Klügste. Rollwende wäre doch sowieso klüger gewesen, weil damit komme ich nämlich schnell wieder weg mit Damage machen. Trotzdem war das ziemlich dumm von mir. Ziemlich stupid. Ja, ja, ja. Ich meine, ich schätze, ich könnte mit Farigira versuchen. Ich bin aber echt gehypt auf diese Arena. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste habe ich fürs Ende aufgehoben. Und dann solltet ihr noch sehen, warum. Weil ich persönlich... Kleiner Spoiler. Ich mag Grusha. Ah, da kommen wir noch zu. Bam. Einer der wenigen Arena-Leiter, die schon vorher geteased wurden. Wie zum Beispiel auch Enigmara. Ränkeschmied. Ja, da können wir drüber reden. Anwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Spezialangriff steigt stark. Initiative wird stark erhöhen, aber Ränkeschmied finde ich da irgendwie besser. Vor allem für ein Pokémon, was die ganze Zeit mit so solchen Attacken angreift. Okay, außer Knirscher, aber egal. Aber eine so starke Trainer bin ich hier dagegen bisher noch nicht getroffen. Es gibt immer ein erstes Mal. So, wir scheinen wohl schon da zu sein. An den Frigometri vorbei. Ein halber Schneemann, wo wir eine Münze bekommen. Wunderbar, wunderbar. Da ist schon direkt die Arena. Und hier werden wir wohl kämpfen. Okay, aber ich möchte mir kurz ein bisschen The Town anschauen. Wie heißt denn dieser Ort? Hat es den Namen nicht geändert? Warte mal. Hä? Wieso ändert das den Namen nicht? Steht das hier nicht? Da steht nur Montanata Arena. Okay, gut, die anderen kann ich nicht comparen, die sind jetzt schon alle weg, aber... Ist das hier keine Stadt? Ist das hier einfach nur so ein trauriger kleiner Ort mit einem Gebäude und, ich weiß nicht, ich meine, schon kuschelig hier, I guess. Ich meine, vielleicht ist es ja einfach nur so ein Ort, wo man so runterslidet und mehr nicht. Und hier ist eine Arena einfach nur so. Aber schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Hallöchen. Boah, 8 von 10. Schade. Das ist wirklich schade. Na gut. Aber
Ich bin sowas von ready. Und nicht wundern, Delfinato bleibt für immer noch ganz vorne. Aus dem Grund, weil das, glaube ich, für mein Teambuilding am klügsten ist. Weil Delfinato hat diese Rollwende-Attacke. Und das macht einfach Sinn, das als erstes reinzutun. Auch wenn ich es vielleicht nicht gebrauchen werde. Kann ich es trotzdem mal mit Rollwende verwandeln. So, man muss übrigens nicht Rollwände benutzen, um Delfinato zu verwandeln, falls es manche denken. Man muss nur austauschen, aber Rollwände ist natürlich eine perfekte Attacke für so ein Ding. Okay. Natürlich, bevor wir gegen Grusha kämpfen können, müssen wir erstmal die Prüfung bestehen. Na, Nimila? Maike! Es ist soweit, oder? Kay hat mir erzählt, dass es deine letzte Arena ist. Aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen um dich. Du schaffst das mit Links. Der Top-Champ hat dich ja auch schon im Blick. Vielleicht sollte sie und ich dich zusammen anfeuern. Das wäre doch was. Ich erwarte einen Kampf, der das gesamte Publikum vom Hocker haut, klar? Gib alles! Okay. So eine schöne Pause. Wollen wir dann weiter? Grusha von der Montana Arena ist nicht nur ein erstklassiger Snowboarder, sondern auch ein richtig guter Arenaleiter. Bist du lieber draußen? Wie, wie? Maybe. Willkommen in der Montana Arena. Okay, das ganze Papierkram hier, das kennst du ja schon. Okay, deine Aufgabe wird es sein, am Schneeberg-Slalom teilzunehmen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Du musst auf deinem Reit-Pokémon die Piste hinunterschlittern und dabei das Ziel innerhalb des Zeitlimits erreichen. Die genauen Regeln werden dir am Startpunkt der Strecke neben der Arena geklärt. Geh einfach nach draußen und folge dem Aufgang links. Viel Erfolg. Okay, unsere letzte Arena-Prüfung. Danach können wir die letzten, was war das, 3, 4 Punkte oder so noch ansteuern. Und dann haben wir also ziemlich alles durch. Bis auf vielleicht die Top 4, Pokémon Liga besser gesagt. Ich weiß nicht, ob es eine Top 4 gibt, aber... Ne? Okay, ich hoffe, ich kann mich hier hochtippen. Weil jetzt werden wir hier runtersliden. Bist du hier dafür verantwortlich? Ja, das bin ich. Ich bin natürlich von drin, aber frag mich, wie ich so schnell hingekommen bin. Du musst eine Strecke durch beeindruckende Natur auf einem Reitpuppe zurücklegen. Wenn du es innerhalb des festgelegten Zeits in Ziel schaffst, bestehst du die Arena-Prüfung. Okay, let's go. Ich mach einfach mal. Dann wünsche ich dir viel Vergnügen in unserer glitzernden Schneelandschaft. Los geht's. Das hört sich aber an einer Prüfung an, die man gerne auch als Minigame darbieten könnte, wenn man es geschafft hat. Das hört sich schon ganz spaßig an. Die Texturen. Arena-Prüfung. Wir nehmen teil. Okay, wir haben teilgenommen. Wir haben gewonnen. Aber wir wollen natürlich eine gute Zeit machen. 3, 2, 1 Minuten. Okay, Speedrun. Was? Oh Gott, Sliding ist hier sehr komisch. Habe ich den nicht bekommen? Was? Wie slide ich denn besser? Ach so, Speed-Knopf rein spam oder wie? Oder einfach nur eine Richtung halten? Habe ich nicht ganz verstanden. Blum. Manchmal kriegt man es auch, wenn man es umwirft. Also, I don't know, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe das Gefühl, ich mache gerade einen sehr schlechten Job, weil ich so langsam bin irgendwie. Genau so schnell will ich eigentlich sein. Was, ist schon das Ziel? Wie war ein Item? Lol. Hä? Einen hat mir. Was? Das war's? What? Das war ja gar nichts. Das war ja gar nichts. Das wirkte wie eine Tech-Demo oder so. Was war das? Ja, wir hatten kein Budget mehr. Gamefick und so, ne? Das war ja ein richtiges Spektakel. Erinnert mich beinahe an Grusha in seinen besten Tagen. Oh, die Arena-Prüfung. Das ist natürlich langfristig bestanden. Ihr habt es vielleicht schon gehört. Aber viele denken, dass Grusha ein Mädchen sei. Doch lass doch nicht täuschen. Grusha ist ein Boy. Auch wenn er sehr feminin aussieht, gebe ich zu. Wir werden ihn aber jetzt noch genauer sehen können. Oh, gut gemacht, Maike. Herzlichen Glückwunsch. Nun darfst du dich als unserem Arena-Leiter stellen. Möchtest du Arena-Leiter Grusha herausfordern, der Snowboarder mit den coolsten Tricks. Aber sowas von. Bin hyped. Ich bin dein größter Fan, Grusha. Pack deine Haare. Die wir jetzt gleich sehen werden. Ein Zitronel. Okay. Süß.
Da hast du also gesteckt. Brr, ist mir kalt. Oh, eine Herausforderin? Da ist er. Auch mit dem Make-up. Ich heiße Grusha. Früher war ich Profi-Snowboarder, aber jetzt bin ich hier der Arena-Leiter. Nicht schlecht, wie du die Pisserin gerutscht bist. Aber lass dir das ja nicht zu Kopf steigen. So ein eisiger Berg ist gefährlich. Er kann dein Leben im Handumdrehen aus der Bahn werfen. True. Dasselbe gilt für Pokémon-Kämpfe. Am gefährlichsten wird es, wenn man glaubt, alles unter Kontrolle zu haben. Du hast dir nicht gerade den besten Tag ausgesucht, um gegen mich anzutreten. Bist du wirklich auf den Kampf? Klar doch. Ah, keine kalten Füße bekommen? Schade. Naja, was auch immer gleich geschieht. Mach dir nichts draus. Das ist schließlich mein Job. Und sie torten. Ich will dir zeigen, was die Realität ebenso kalt und gnadenlos ist wie der Schnee. Okay, let's go. Martineva. Sehr cooles Punkt, wie ich finde. Unpopular Opinion. Viel besser als die Vorentwicklung. Ich habe versucht, dich aufzuhalten. Beschwer dich nicht bei mir, wenn ich die Lawine erwischt. Kein Problem, mein King. Aber wow, der Levelunterschied. Gut, dass ich da einen Feuerpokémon habe. Ich sag's immer noch. Gutes Geräusch. Seit Anfang des Games sage ich es, ein Feuer-Pokémon in diesem Spiel, in dieser Gen, ist ein Muss. Also, das wäre eine Challenge, dieses Spiel ohne Feuer-Pokémon durchzuspielen. Das wäre eine Challenge. So, aber jetzt fange ich euch alle ab. Easy peasy. Und Blizzard verfehlt. War nicht Blizzard eine Attacke, die One-Shotte, wenn sie trifft? Aber dafür so 10% Accuracy hat oder so? Ich meine, da gab es so eine Attacke. Genauso wie auch so ein anderer Kampf-Move. Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ja, das wird ein warmer Kampf für uns. Grusha soll sich da noch mehr warm anziehen, als wir es schon hier sind. Nee, warte. Eigentlich macht das keinen Sinn. Wir sind überhaupt nicht warm angezogen. Grusha schon. Wie auch immer. Wie auch immer. Oh. Impressive Siberio. Oh nein, 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 nein. Nein, nein. Erdbeben sehr effektiv. Na gut, Takoko ist erstmal lahmgelegt. Dann muss es jemand anderes mit Siberia aufnehmen. Pures Eisviech. Ja. Keine Ahnung, ehrlich zu sein. Ich könnte mal jetzt die Titan reintun, weil ich glaube, Grusha hat selber in die Titan. Muss eigentlich, ja. Wir haben gerade Zitronen gesehen. Würde mich wundern, wenn er keinen Zitronen hat. So, also erstmal Siberia wegmachen. Damit ist die Hälfte schon mal easy peasy weggesnackt. Da kommt's auch schon. Das Kolowal. Mal schauen, welches dann hier besser ist von uns. Oder haben wir irgendwas Effektives gerade auf unserem Team? Nee. Nichts, was noch am Leben ist im Moment. Also ja, Body Slam, solange es keinen Sprungfehler einsetzt. Okay, Aqua-Durchstoß. Okay, macht nicht so viel Damage. Wie viel mache ich mit Body Slam? Vielleicht sogar Paralyse? Ja, ungefähr gleich viel. Leider keine Paralyse. Ich meine, theoretisch können wir das jetzt einfach spammen. Theoretisch könnten wir das jetzt einfach spammen. Vielleicht wäre es aber sinnvoller, wenn ich kurz zwei Runden opfer, um eben mein Feuer-Pokémon fit zu machen. Das wäre, glaube ich, nicht so ganz verkehrt. Damit der Kampf ein bisschen vorbei ist. Das ist nicht so schön, das ist nicht so schön. Dann wechsle ich vielleicht jetzt sogar schon direkt. Eigentlich wollte ich noch heilen, aber das wird gerade kritisch. Ich will, dass die anderen noch schön XP bekommen. Dieser nervige Sound immer. So, Aqua durch. Ich bin eigentlich ziemlich dumm, ne? Aber ich bin schneller. Okay, ich habe Poker gespielt und gewonnen. Boah, das war echt knapp. Ich hab 5 KP. Also je nachdem, ob ich als erstes angreifen darf oder nicht. Das ist entschieden. Altaria, ein Flug-Pokémon. Aber hier wird's wohl ein Eis-Pokémon. Susanne, dem Sieg auch sein mag, ein falscher Schritt genügt, um abzustürzen. Ja, das stimmt.
Flauschi. Flauschi, Wauschi. Kämpfe sind wie verschneite Berge. Die Situation kann sich schlagartig verändern. Mhm. Einfach so eine Schneeflocke auf dem Kopf. Wenn das so blau ist, sieht das so ein bisschen aus wie das Wasser, aber es ist auf jeden Fall Eis. Und leider ist es schneller. Nein! Ja, ich sag's mal so, solange. Oh, ich kann ja alles nachschauen. Na gut. Ich sag's mal so. Solange die Top 4 oder was auch immer uns in der Pokémon-Liga erwarten wird, ein anderes Theme haben, werden wir dieses Theme jetzt zum letzten Mal hören. Und bitte sei nicht zu stark. Das ist nicht schön. Ich finde die Beziehung so lustig. Auch wenn sie natürlich nicht krass aussieht, finde ich trotzdem lustig. Bitte nicht nochmal critten, bitte kill mich. Nee! Oh, das war ein Crit, das war ja gar nichts. Oh, Junge. Das ist wirklich nicht gut. Ich pack mal Belly Bolt hinein. Oh ja. Denn mit dem Buff Damage wird das bestimmt klappen. I don't know, ich hab keine Ahnung. Lass mal ausprobieren. Doch in der Verzweiflung ist ein ständiger Begleiter. Die Kälte kriecht dir in die Knochen. Sagst du. Eisstrahl. Aber doch, schaut mal, die. Was ich sagen wollte ist, schaut mal, die. In Anführungsstrichen Augen, sind ja keine Augen, aber ihr wisst, was ich meine, links, rechts. Die haben jetzt wieder eine richtige Textur. Ich glaube, in einer der letzten paar Folgen war die Textur noch falsch. Wollte ich mal erwähnt haben, weil es mir gerade aufgefallen ist. Ich dachte schon, irgendwas wäre falsch. Ja, es war was falsch. Oh, stimmt. Das ist sehr effektiv jetzt. Das ist nicht so schön. Ich wollte einfach nochmal super reintun. Einfach nur, weil wir ihn länger nicht mehr benutzt haben, wollte ich es einfach mal reintun. Aber nur so. Vielleicht bin ich ja schnell. Natürlich nicht. Es gibt nur noch eine Person, wo diese Stadt retten kann. Es ist Doofiman. Okay, ich hab gelogen. Es ist hier keine Stadt. Aber ihr wisst, was ich meine. Düsenantrieb. Düsenhieb. Bah. Ja. Well. Well. Wunderbar. So wie erwartet. Und somit kann Delphi-Man uns wieder alle retten. Wie ein wahrer Superheld. Super-Delphin. Super-Dolphin. Wow. Damit haben wir unseren letzten Orden bei Kusha ergattern können. Ah, mein Eis ist geschmolzen. Tau mich auf, Girl. Ich will sehen. Ist nicht so eiskalt hier. Haben uns aufgewärmt. Trotz aller Widrigkeiten beweist du den Eifer, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. In deinem Alter war ich ganz genauso. Ach, was rede ich da? Ich muss dir doch noch deinen Orden überreichen. Okay. Wie bitte, du möchtest als Erinnerung an deinen Sieg ein Foto mit mir? Also normalerweise kann ich mit sowas ja nichts anfangen. Och bitte, Grusha, ich bin ein großer Fan. Na gut, als Ausnahme für dich. Nice. Puh. Okay. Dass die Tordel folgt uns, wie süß. Wenn du 8 Arena-Orden hast, kannst du alle Pokémon fangen und sie gehören auf jeden deiner Befehle. Oh, bevor ich es vergesse, hier ist noch etwas für dich. Eiskreisel, was ist das denn? Da haben wir in der Höhle seine Füße, ein dünnes Eis, wirbelt herum, greift das Ziel an. Die Drehung zerstört etwas etwaige Felder, okay. Das ist auf jeden Fall nützlicher als dein Foto mit mir. Wenn dir die Kälte hier nichts ausmacht, kannst du gerne mal wiederkommen. Man sieht sich. Okay. Bye. Das war doch nice, oder? Alle Orden! Wir haben den Mila glücklich gemacht. Aber noch ist die Story nicht vorbei.
Michael, Delfinator, ihr habt es geschafft. Wie cool, ich freue mich so für euch. Ich habe zwar gesagt, dass ich mir bei dir keine Sorgen mache, aber letztendlich war ich dann trotzdem aufgeregt. Du hast mich mit deiner strahlenden Kampfkunst regelrecht geblendet, Michael. Aber sowas von, du hast jetzt alle Arenen gemeistert. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt dann auch, dass... Sehr richtig. Du hast nun alle 8 Arena-Orden beisammen. Das heißt, dass du nun die Erlaubnis hast, dich in der Pokémon-Liga zu versuchen. Damit kannst auch du, genau wie Chandy Miller, zum Champ-Rang aufsteigen. Also anscheinend gibt es in diesem Spiel mehrere Champs. Ist mir auch schon aufgefallen. Es wäre mir eine Freude, wenn du dich der Champ-Prüfung in der Pokémon-Liga jetzt stellen würdest. Ja, wir wissen, wo es ist. Dann sind wir ja bald schon auf dem gleichen Rang. Mach schnell, damit ich auch Augenhöhe gegen dich kämpfen kann. Während du dich durch die Liga kämpfst, schaue ich mir noch die Attacken meiner Pokémon an und überlege mir meine Kampfstrategien. Also dann gib dein Bestes, Mike, ich werde mich auch anstrengen. Jo. So aufgeregt in Quirlig erlebt man sie sonst nur selten. Du kennst sie hingegen gar nicht anders, nicht wahr? Sie ist wahrscheinlich einfach froh, eine Freundin gefunden zu haben, mit der sie ihr Können auf die Probe stellen kann. Das Aufeinandertreffen ebenbürtiger Gegner ermöglicht es, eine bisher unerreichte Stärke freizusetzen, musst du wissen. Ach, ich freue mich schon sehr auf euren Kampf. Nun denn, wir sehen uns in der Pokémon-Liga nordwestlich von Mesa Luna City wieder. Bye! Und auch an euch, die zuschauen. Bye! In der nächsten Folge, da habe ich ja schon gesagt, was zu machen. Fühlt sich hier wie zu Hause, was? Boah, das ist ja echt schmutzig. Dich müssen wir säubern gehen.